Dann hol mal Sniper raus. Die kommen schon. Ich würde aber gerne wissen, da oben ist er, ich sehe ihn schon. Ich muss erst ganz kurz den Pfeil ausweichen. Der dürfte dich eigentlich nicht treffen von da hinten. Aber man weiß ja nie, ne? Sag das mal nicht, die dürften mich auch nicht Alter. Mitnehmen. Los, hauen weg. Schön. Lebt er noch? Nee. Nee, es war die Sterbeanimation. Passt noch. Einzige Problem, was ich jetzt damit habe, ist, dass der Scheinwerfer am Rücken ist und ich weiß nicht, ob ich ihn schnell genug ausgeschaltet kriege. Von daher nehmen wir mal die TMP. Wenn keiner kommt, dann schaffst du das. Du kannst, glaube ich, auch von der Seite kaputt schießen. Ich weiß ja, gar nicht, ob du das Glas treffen musst. Ja, ja, hier trifft, so weit geht er nicht. Probier mal. Ja, den kriege ich von hier, aber nur mit der Sniper. Here we go. Okay, das war mega daneben. Junge, hör auf zu verziehen in der letzten Sekunde. Nee, kann ich nicht wegschießen. Okay. Ich kann von hier aus schon mal hinten ein bisschen das Feld leeren, oder? Ach, guck mal, er hat sich so eine schöne Maske gekauft. Guck mal. Nur die Frauen stehen da nicht so drauf. Und das ich. War auch ein Sniper. Der hat schon gewartet. Ja, er wollte mir schon die Arschhaare wegfretzeln. Ja, ich weiß, dass ich gesehen werde. Holla, hast du Lust auf explosiven Spaß? Gerne. 3, 2, 1. Woo! Wie er weggeflogen ist, ist so geil. Am besten war der Typ, der sich mit seiner eigenen Dynamitstange weggefetzt hat. Alter, der hat einen Rocket Launcher! Willst du mich verarschen? Der hat einen Rocket, seht ihr das? Sniper den mal weg. Wow, 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 wow! Achso. Hat er angesetzt? Nee, aber da war ein anderer, der einen Bogen hatte. Du rennst weg. Wow. Du bist so ein Vollidiot. Hast du selber weggefetzt? Ja. So ein Glück. Noch einer? Warum habt ihr noch mehr Explosivzeug? Ist da noch ein Rocket-Typ? Nee, aber einer, der sich tonnenweise Stangen Dynamit aus dem Popo zieht. Und schießen einfach tot. Wow. Wow. Werfen kann er anscheinend doch besser, als ich dachte. Ach, schön. Zerfetzt. Könnte ich mir dauernd angucken. So viel kommt da hier nicht, oder? Nee, ich halte die meisten auch. Wo ist denn der mit dem Bogen, den ich die ganze Zeit höre? Hör mal, Junge. Hast du irgendwelche Probleme, die du reden möchtest? Oben sind die nicht da. Rechts, rechts, der kommt an den Rand, der kommt hier nach. Oh, rechts kommt noch einer. Jo. Sehr schön, hast gut weggezimmert, den Typen gerade. Jetzt komm, komm, Schätzeleinchen. Fall mal hin. Messer! Was? So hart aufgekommen. Er ist in einer schieren Präsenz gestorben. Ja, vor allen Dingen knallt direkt vor meine Füße und stirbt. Der war einfach zu cool für ihn. Okay, ich taste mich mal langsam vor. Umgang ging's lang. Konntest du da rechts auch rein? Wow, 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 ich höre schon wieder viel zu viele Gegner, viel zu viele Gegner. Nehmen wir mal die Angsthasen-Taktik. Da. Wenn es keine Sniper sind, nee, du schießt ihn gleich weg. Warte nicht, bis er rankommt. Wenn dann andere kommen, dann nervt es dich nur. Warte, warte, warte. Nein, okay. Wow. Weg, 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 weg. Nö, 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 nö. Vor allem hat da hinten auch wieder einer Dynamit-Arsch. Der kann gern. Das mag ich ja nun mal gar nicht. Kann gern seinen Kumpel wegbrutzeln. Komm her! Schätzelein? Aber was? Wieso wollen die nie in mein Haus? Die wollen immer nur meinen Penis! Ist dein Haus? Ja, hier habe ich in mein Haus gebaut. Ja, ich habe sogar. Ja, Und, warte, warte? Nee, okay. Ich dachte, er geht in die Luft. Nee, das war der leider auch nicht. Oh. Das heißt, es gibt ihn noch. Ja. Nee, das ist aber auch ein anderer. Hör mal, du gefällst mir gar nicht so mit deinem Stachel gerade im Gesicht. Das ist sowas von out. Wow, 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 wow. Schieß, 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 schieß einfach, schieß einfach weiter. Schieß, warte, 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 warte. Einfach weiter schießen, du hast ihn noch. Boah. Aber der scheiß Typi lebt natürlich immer noch, ne? Ist ja nur eine Dynamitstange neben ihm in die Luft geflogen. Man muss ja auch mal Prioritäten setzen in der Ungezieferbekämpfung. Nee, das ist mir, nee, 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 nee. Daneben nee. Schießen in der Ungezieferbekämpfung. So. Du musst es aber eigentlich, wenn du wenig Munition hast, wieder Munition finden von dem Typ. Das Spiel ist eigentlich so eingestellt. Hm? Wenn du mal überhaupt Munition kriegst. Schieß ihn einfach ins Knie, Mann. Ne. Ich bin so ein kleiner Gesichtfetischist. Ja, ich merk schon. Hat einfach so was Schönes. Oh, die Kampfmusik ist weg, wunderschön. Also so zumindest die Ziel. Okay, 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 ich hab nichts gesagt. Dude! Der denn hat. Back it up! Back it up! Ach, das war doch mal schön. Der ist tot, oder? Nope. Oh. Lauf, lauf, lauf.
wie auch jeder hier in Drecks-Las Plagas hat. Der dir noch den Header wegzieht, der ist hier. Oh, da kommt der jetzt rüber. Ich habe Angst, dass er rübergelaufen kommt. Ist er schon. Und ja, Leute, bevor ich jetzt auch wieder den Kommentaren höre, ich weiß, dass da hinten ein Wagen ist, den ich anschießen kann, dann brennt alles und alle im Weg sterben. Das Problem ist, damit werde ich maximal 2-3 erwischen und auf dem Weg dahin könnte ich einen Hit kassieren. Und das möchte ich, wenn ich ehrlich bin, nicht eingehen. Und da oben steht schon wieder einer. Komm, Leon, geh runter. Jetzt ist er gierig. Oh, hab ich mit dem Schuss in den Arm getroffen. Aber egal, er stirbt. Ich sterbe auch immer mit einer Kugel durch meine Hand. Okay. Was war denn jetzt? Ich höre schon wieder was. Jetzt kannst du langsam mal mutig sein, ein bisschen nach vorne stürmen. Ja, klar. Ich geh jetzt mal links lang. Ah, ich sehe ihn schon. Bisschen auf Security scheißen und... Ah, warte. Ja, rechts ist einer. Ich lass mal den rechts kommen. Der da einen Stab... Hola, Senor! Der da hinten... Vamanos! Der da hinten hat einen Elektrostab, ne? Ja, genau. Den kann ich einfach von hier aus, jetzt kannst du weiter stürmen. Kannst du auf den zustürmen und ihn tot schießen, ne? Oder so. Immerhin steht an ihm an einem anderen Ort. Ich muss ja auch einfach mal die besten... Oh, der kommt nicht raus. Nö, leck mich am Arsch. Jetzt hab ich Schnauze voll. Komm her. Schnauze voll. TMP hast du übrigens auch noch. Ja, ich weiß. Muss nicht immer Shotgun nehmen. Oh, TMP nehme ich gerne für größere Gegner. Na? Weh, du kriegst auch ein Lasplagas. Weh, du kriegst auch ein Lasplagas. Nee, wäre schon passiert. Ja. Alles klar. Vorstürmen. Los, Wort-Team. Oh. Wow, hi. Kommen die denn alle her, ey? Die spawnen die doch teleportisch irgendwie. Oh, schön. Oh, nice. Flatsch. Gibt's irgendwas Feines für mich? Money. So, jetzt müsstest du langsam durchgehen können. Oh, es ist Ruhe. Hier, das ist die Karre, die ich meinte. Die kann man anschießen. Bip. Und dann... Bringt noch nichts, wenn die Map ständig 20 neue Leute spawnen, ne? Ja. Für die Fans. Einfach nur, um's mal gesehen zu haben. Da liegt Shotgun-Mission. So. 5 wertvolle Schuss. Die ich jetzt nicht direkt nachladen werde, aus offensichtlichen Gründen. Und flupp. Voll das Ekelwasser. Liegt denn irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Geh weiter. Nee. Zeit, diesen ersten Abschnitt endlich mal zu beenden. Gute Map-Abschnitt hinter uns zu bringen. Was denn jetzt? Ich meine, ihr freut euch, denn im Endeffekt habt ihr dann mehr von Resident Evil, aber auf Dauer geht das echt nicht klar. So, Händler, der jetzt endlich mal die stärkste Magnum im Spiel verkauft. Ah, die kaufst du nicht, oder? Bist du des Wahnsinns? Das ist viel zu teuer. Deswegen. Habe ich nie gemacht. Habe ich, glaube ich, einmal gemacht, um sie zu testen. Ist aber nicht die Killer 7, oder? Doch, genau die ist es. Ach ja, Killer 7. Möchtest du nochmal eine kleine Anekdote bringen, während ich einkaufe? Ist ein geiles Gamecube-Spiel, kann ich nur sagen. Also, wenn ich mal von Konsole aufnehmen kann, wird es auf jeden Fall meine LP von mir geben. Das habe ich immer richtig gesuchtet damals, wo ich Gamecube Uni gezockt habe. Ist das nicht lustigerweise vom selben Macher? Also von, ist das von Mikami? Weiß ich gar nicht. Ist auf, nee, das ist von Suda, also der auch No More Heroes und sowas gemacht hat für Wii. Oh, also No More Heroes kann ich nur empfehlen. Ich habe Heroes Paradise durchgespielt und es ist ein super, super geiles Spiel. Was ist Heroes Paradise? Das ist No More Heroes. Der erste oder der zweite? Das weiß ich gar nicht, das ist ein Teil der... Wie viele Ränge musstest du dich denn durchkämpfen? 10 oder mehr? Ja, das 10 ist der erste. Echt? Geil. Habe ich, wie gesagt, ultra gefeiert. Wusste ich gar nicht, dass du das Wii-Spiel hast. Nee, das gibt's. Es gibt einen Port davon für die PS3. Mhm. Genau. Trevor. Ja, und das ist von Suda, der ist mal so ein bisschen crazy, macht crazy Spiele. Hat er nicht auch PN0 irgendwas gemacht oder war das auch ein Projekt von Mikami? Ich glaube keiner von beiden, weil das Spiel ist nicht so toll. Ich finde sie. Nee, ich meine schon, dass da zumindest Mikami. Ich habe zweimal probiert durchzuspielen, dann vor Langeweile irgendwann immer aufgehört. Weil im Grunde ist es nur durchballern durch immer dieselben Räume, durch immer die gleichen Gegner. Das einzig Geile ist dieser verdammt geile Arsch, der mal in die Kamera wackelt. Der kann ich aber auch nur eine Stunde fesseln und dann reicht's auch. Ja, aber Killer 7, echt geiles Spiel. Es ist ein Rail-Shooter mit Umherlaufen und Rätseln und einer Story, wo man ohne Scheiß 2 Tage Story-Interpretation lesen kann und dann so ein bisschen was versteht. Aber wenn man geil drauf ist, macht man das sogar. Ich hab das Spiel, glaube ich, zweimal auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad durch, also echt geil. Ist echt abgefreakt, also ich fand's geil. Ich stehe auf Spiele, die besondere Grafikstile haben, die nicht immer diesen Standard-Realismus-Stil haben. Und da ist es. Da müsste ja, wie gesagt, auch No More Heroes was für dich sein, oder? Ja, naja, ich hatte ja nie eine Wii oder PS3 bisher, daher. Aber Killer 7 war schon sehr, sehr geil. Ich habe keine Knarre-Money mehr. Was ist das denn?
Heftig. Ich persönlich muss sagen, als ich Killer 7 gesehen habe, war ich am Anfang sehr abgeschreckt. Ich konnte mich bisher noch nicht überzeugen, es zu spielen, aber wir beide können das ja einfach mal so machen, dass wenn du mal vorbeikommst, wir das wieder mal zusammen spielen. Haben wir öfter so gemacht. Ja, ich hatte es immer bei, wir haben es nie gespielt. Ich habe es mir jetzt mittlerweile selber gekauft und die rumliegen. Von daher können wir das gerne mal das nächste Mal. Oder ich nehme es einfach mit, wenn ich zu dir fahre. Aber hoffentlich für Cube. Ja, natürlich für Cube. Weil die PS4-Version ist schlechter. Gibt's auch so nebenbei. In welchen Belangen eigentlich? Grafisch und Ladezeiten sind länger. Also richtig schlechter. Es sieht schlechter aus und muss länger warten, also muss ich mehr sagen. Ich meine, die Grafik ist ja schon nicht hoch. Es ist ja schon experimentell, da soll es ja wenigstens so scharf wie möglich sein. Huch. So, was geht jetzt hier eigentlich? Bist du jetzt drin? Ja. Ich glaube, das drin geht hier, da hast du wenigstens enge Räume. Die Atmosphäre ist auch geil. Ich höre gerade die Musik nicht, aber ich glaube, das ist ganz cool hier drin. Es ist vor allem gerade gar keine Musik. Stimmt, das war so richtig creepy mit den Typen hier um die Ecke und so. Ja, vor allen Dingen, es war ja auch jetzt wirklich so, du verarschst mich. Auf dem engen Raum Blendgranate habe ich keinen. Ja, ich bin einfach mal sicher. Es ist ja vor allen Dingen auch so, man kämpft ja jetzt wirklich eine halbe Stunde ungefähr sich hier rein. Ich liebe das hier mit der Lampe, dem Licht und die ruhige Atmosphäre und gleich ganz andere Stimmung als draußen. Kaum kommt man hier rein, fühlt man sich gleich wieder heimischer. Es kommt aber auch lustigerweise noch besser, gerade weil man vorher so gekämpft hat. Man ist im Adrenalinrausch und jetzt nimmt das Spiel sofort wieder ein riesen Tempo raus. Oh ja, es kommen einige unserer Lieblingsstellen in dem Spiel. Erstmal ein bisschen abgefucker und jetzt kommt das hier. Ich bin hier immer so durchgeschlichen, ich bin hier nie durchgerannt. Weil es so cool ist. Hallo. Das ist auch so ein klassischer Hint irgendwie so. Na, kennst du noch Resident Evil 1, so ungefähr, Kühlschrank und so, ne? Ja. Das ist so ein Klassiker. Und vor allen Dingen auch dieses Brennen einfach drin, ist einfach unglaublich. Ist ja kein Kühlschrank, ist das irgendwie ein Ofen oder sowas? Ja, das ist ein Brennofen, wofür man noch immer so einen riesen Brennofen braucht. Schweinshaxe. Aber sieht doch einfach geil aus und man kann auch die ganzen. Da ist eine Handgranate drin! Kannst du immer noch angucken. Wie dreckig. Sieht auch echt. Ich hab überall reingeguckt, ich hab mir die Fliegen an dem Fleisch angeguckt und sowas, ich fand das damals so geil. Ja, es kommt richtig atmosphärisch. Hier da hinten kannst du mal rangehen, da hinten rechts. Hier. Da, ich glaube, da sind sogar Fliegen dran. Ne? Ja, genau, die Maden. Hier rechts und so. Fand ich cool. So ein ekelhafter Scheiß. Vor allen Dingen, ihr könnt es ja jetzt in 1080p genießen. Und auch hier. Oh Mann, ey. Das ist einfach geil. Da merkt man einfach, sie wissen, wie es geht. Sie haben es teilweise aber absichtlich nicht so gemacht. Oh Gott, ich erinnere mich an die Stelle. Erkennst du den noch? Yep. What? What? Okay, er war eben noch bedrohlich, jetzt nicht mehr. Und das ist lustigerweise der Grund, warum ich immer gerne die halbautomatische nehme. Denn wenn ich da das Special Update habe, kann ich so eine Scheiße durchziehen. Das geht mit der anderen Shotgun nicht so gut. Und wir gehen storymäßig erstmal hier rein. Just hang in there, Ashley. I'm coming for you. Woher? Das ist ein unglaublich. Ja. Woher wissen die bitte, dass Leon gerade durch die Kamera geguckt hat? Mein Gedanke. Und ich muss sagen, dafür, dass sie jetzt gerade vermutlich vergewaltigt wird von denen, weil das ist das Offensichtlichste, was sie jetzt tun können. Das wurde ziemlich angedeutet, ja. Ja. Ist Leon da ziemlich gechillt darüber? Also nach dem Motto, ja, Ashley, chill du mal, ich komm bald. Das soll ja nur eine Anspielung sein, das machen sie ja nicht. Ja. So, man könnte jetzt da weiterlaufen, aber wir holen uns erstmal ein kleines Schätzelein, denn hier unten, wo man nicht unbedingt lang gehen muss, hängt, ich weiß nicht, was es war, aber hier hängt irgendwas Leckeres. Da liegt doch Leckeres auf dem Tisch. Oh, die haben sogar Ketchup und Mayo für uns bereitgestellt, das finde ich aber sehr, sehr lieb von denen. Die kommen jetzt auch von rechts. Ja, warte. Den noch haben die, noch haben die mich, der, oh, Arschloch. Damit trifft er natürlich. Fuck you. Jetzt haben die mich gehört. Waffe wechseln. Schlüpfst es trotzdem vorher noch. Ja, aber die haben mich noch nicht gehört. Noch ist keine Kampfmusik da. Ich weiß gar nicht, ob hier Kampfmusik kommt.
Ja, hier kommt theoretisch Kampfmusik. Hier ist vor allem auch noch einer mit seiner unglaublichen Ich fick dich jetzt mal ein bisschen in den Arsch Axt. Deswegen heilen wir uns mal eben. Und kombinieren ein paar Kräuterchen. Deine Lebensenergie ist bald ziemlich voll. Ja, meine Lebensenergie ist voll. Kannst du Ashley noch ein, zwei Kräuter geben? Am Schluss. Boah, wann. Als Upgrade hast du noch gar nicht, oder? Doch, habe ich. 30 Schaden mach ich mit der. Oder? Warte, weiß ich gar nicht. Nee, gar nicht. Das war die Sniper. Ja, wow, kommt der denn her? Wow. Oh, hier kommt eine ganze Bataillon von ihm. Solange der Killer jetzt hinter dir leer ist, geht's ja. Nee, da ist noch einer, deswegen renne ich auch erstmal hoch. Nee, stimmt gar nicht. Das war die Sniper, die ich so aufgerüstet habe. Ja, deswegen. Schau mal gleich mal nach. Ah, das Exklusiv-Upgrade hast du dann nirgendwo gekauft. Doch, in der Sniper. Das war ja das Exklusiv-Upgrade. Ah, okay. Och, Junge. Oh, ich hasse diese Viecher so sehr. Ja, weil sie sich noch bewegen, nachdem der Wirt tot ist. Alter, mein, du stirbst. Die ganze Zeit schießt das hinter mir einer kommt, weil ich da ein Kettengerassel höre. Das geht mir dezent auf den Sack. Töte ihn einfach. So, jetzt. Wollen wir die mal gleich loshüpfen, ja? Die bleiben ja gar nicht stehen, die Viecher. Vertragen ja nichts. Vor allen Dingen, sie machen die springen vor allen Dingen durch die ganze Gegend und nerven einfach nur noch ohne Ende. So, erstes Katzenauge, deswegen sollte man die immer runtergehen. Roter Stein des Glaubens. Kannst du das anquatschen? Das ist eine gute Frage, was sie gegessen haben. Aber sie hatten anscheinend leckere Flips dabei. Etwas älter anscheinend. Aber Ketchup Mayo. Also von daher. Oder ist es Senf? Ich glaube, es ist Senf. So, ich meine, es kann sein, dass hier. Nee. Damals bin ich immer hier reingelaufen und hab da ab dann versucht, von hier drinnen alle auszuklatschen, aber ist eine ziemlich dämliche Idee, sind wir mal ehrlich. Okay. Denn im Endeffekt kommt dann der Große und wenn man die Shotgun nicht so aufgemotzt hat, wo wir gerade mal drüber reden. Aber wenn man ihm im Kopf schießt, dann geht's eigentlich. 7 Schaden macht die nur. Ja, ich glaube, die ist sogar, ich weiß gar nicht, ob die schwächer ist als die normale. Aber dafür hast du eine höhere Feuerrate. Und halt eben auch, die ist besser auf Distanz, lustigerweise, obwohl ich sie nicht auf Distanz benutze. Kann nur sein, dass das Exklusiv-Upgrade den Schaden dann hochhaut. Ich weiß es aber nicht. Ja, aber ich hab das Exklusiv-Upgrade ja noch. Ja, deswegen. Nicht. Whatever. Continue. Okay. Wie lange sind wir eigentlich schon wieder in der Aufnahme? Wir sind ungefähr jetzt ein Stündchen in der Aufnahme. Okay. Willst du keinen Cut machen? Ich muss ja noch was wegschneiden. Alles klar. Von daher, gönnen wir uns noch ein bisschen Tür auf Tür zu. Aber bevor wir das tun. Ach, der Schießstand, den könntest du jetzt eigentlich noch mit reindrücken. Das machen wir im nächsten Part. Aus einem gewissen Grund. Okay. Weil da hinten kommt diese Kacktür und das nervt mich und von daher hole ich mir jetzt erstmal von ihm das Kevlar. Ein Händler war es auch noch hier. Ja, deswegen. Weil der verkauft einem, soweit ich weiß, jetzt. Hä? Hat er denn nicht normalerweise hier eine Schutzweste? Anscheinend noch nicht. Huh, krass. Aber die verkauft er noch, ja. Gab's noch was anderes außer die Schutzweste? Ich überleg gerade. Gab's noch eine Alternative dazu? Nee, ne? Nee. Okay, dann machen wir mal das, wozu wir geboren wurden. Und zwar nehmen wir jetzt mal die TMP. Wir haben auch schon wieder gut Munition verloren. Sagen wir mal ehrlich. Ach, Zeit für Popcorn. Denn das hier. Gönn dir. Denn das hier ist einfach nur wahnsinnig nervig. Man wartet. Jetzt warten wir auf, dass es drin explodiert. Wenn das immer tut. Du sollst explodieren, Digga. Das kann sich jetzt nur noch um Minuten handeln, dass wir das jetzt einigermaßen gut hinkriegen hier. Go, Andy. Ach, go, guck mal. Andy. Und gleich, wenn die Tür runtergeht und wieder auf, sind neue da. Because reasons. Oder? Oh ja. Sogar ziemlich schnell, ne? Also das Box Warp Antrieb da, Alter. Scotty, teleportier uns runter, ey. Ich nehme jetzt einfach mal handgranatenmäßig gute Argumente. Hab ich auch immer gemacht, glaube ich. Gerade wenn die Tür zugeht, dann sterben sie trotzdem. Ich muss jetzt aber auch treffen dafür. Bitteschön. Gratis für euch. Und 3 tot. Das dürfte unsere Probleme kurzerhand gelöst haben. Müsste ich auch mal mit dem Amt versuchen. Nee, die leben noch. Ich höre auf jeden Fall noch Leute, die aufstehen. Boah, Leute. Hör mal, essen die Handgranaten zum Frühstück? Ich glaube, das liegt an dieser riesen Panzerung, die haben. Die halten gerade echt viel zu viel aus. Ah, das Ding lag denen ja echt zu Füßen. Ja, so. Oh, ich höre schon wieder was. Och, Leute. Die denn gar keine Hobbys.
Ich bin ein Spasti. Ich will die Schutzweste haben, du Arsch. Gib mir die. Blöder Pisser. Gib mir Loot. Gib ihm. Gib ihm. Alles klar, dann würde ich sagen, speichern wir hier mal ganz kurz und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wo wir ein bisschen harte Action am Schießstand haben, denn ein bisschen Cash kann auf jeden Fall jetzt nicht schaden und das am Ende des Spiels zu machen, ist so ziemlich blöd. Da gibt es ja coole Actionfiguren. Ich habe im Übrigen in den Kommentaren gelesen, dass ich hier und da trotzdem noch ein paar Schätze vergessen habe. Das ist auch vollkommen okay so, weil ich kann mir 100% sowieso nicht merken. Also so, kann man nicht mal merken. So viel können das aber gar nicht gewesen sein, für Geld, wie du schon hattest. Ja, deswegen ist es okay. Manchmal vergisst man halt seinen Scheiß. Kennt man ja, Autoschlüssel, Sozialversicherungsnummer. Nee, aber machen wir einfach jetzt mal so, das läuft. Alles klar, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Mit Chris und einem Schießständchen. Bis gleich.